Heute probiere ich das Dreikorn-Hefeweizen von der Bergbrauerei. Herzlich willkommen zum Knöllisch Bierkanal. Heute gibt es was von der Bergbrauerei. Das ist eine von einigen Flaschen, die ich vom lieben Flurp X-Ray aus der Community hier unter dem Kanal geschickt bekommen habe. Vielen Dank, Flurp, für die Biere. Das ist das erste, was ich von denen probiere. Und es ist ein Dreikorn-Hefeweizen. Erst was zu der Brauerei Berg. Ich habe da so einige Informationen mitgeschickt, hier sowas und noch so ein Heftchen. Und ich habe ein bisschen gelesen. Eine Brauerei, die es seit 550 Jahren gibt, als Wirtshaus angefangen 1466 und seit dem 18. Jahrhundert führt die Familie das Unternehmen und sie brauen immer noch nach alten Verfahren in offenen Gärbottichen, also das heißt, es wird nicht geschlossen vergoren, sondern in offenen großen Bottichen vergoren und sie behaupten und sagen, das schmeckt man. Danach kommt es zu einer zweiten Gärung im geschlossenen Bottich nach 8 Tagen, das was steht da, und dann zur Abfüllung. Haben ein interessantes Portfolio verschiedensten Bieren und unter anderem auch dieses Dreikorn-Hefeweizen. Ja, das ist ein Hefeweizen aus natürlich Gersten meist ein bisschen dabei, dann ist Weizen dabei, das sind sicherlich 50% mindestens, und außen noch Dinkel dazu. Hopfen ist Tettnanger Aroma-Hopfen und hier steht nochmal drauf, im offenen Gärbottich steigt die Hefe nach oben und wird mit dem großen Sieblöffel abgehoben und in den nächsten Sud gegeben. Das heißt, sie verwenden ihre Hefe wieder, auch das ist, glaube ich, aber nichts Ungewöhnliches. Das machen, glaube ich, viele Brauereien, sonst würde es doch teurer. Das kommt aus Ehingen-Berg, deswegen wohl Bergbrauerei. Das ist im baden-württembergischen Teil von Schwaben, von der Schwäbischen Alb. Das hat 5,1% Alkohol und ich trinke das heute als einziges Bier, deswegen kann ich mal im großen Glas aus dem Weizenglas trinken. Habe ich jetzt Bock drauf. Machen wir auf. Sollen wir es so einschütten, wie man es mal früher gemacht hat? Machen wir so. Sieht jetzt schon eine wunderschöne bernsteinartige Farbe. Schöne Karbonisierung. Ich gehe davon aus, dass sie hier bei dem Weizen auch eine Flaschennachgärung gemacht haben. Könnte ich mir vorstellen, weil das ist eigentlich eine Sache. Ein Weißbier oder ein Weizen ist ja was, was in der Flaschennachgärung entsteht, normalerweise. Deswegen schätze ich, wird es auch dabei sein. Die Brauerei lohnt sich ganz sicherlich, oder die, ja, auch das Wirtshaus lohnt sich ganz sicher mal zu besuchen. Die bieten so einiges an, an interessanten Sachen, Brauer, Kurse, Back-Events, Führungen natürlich ohne Ende und scheint sehr nett zu sein. Also der Flurp hatte schon mal Fotos in die Community, unsere WhatsApp-Community geschrieben und einen Link, wer dazukommen möchte, sehr netter Austausch in dieser Gruppe. Und das sah schon nett aus, schön aus. Ich glaube, da muss man einfach mal hin. Ist zwar eine Ecke, wo ich sonst so gut wie nie bin, aber man muss es ja mal vielleicht probieren und es wird dann planen. Ja, schöne bernsteinartige Farbe, trüb. Es ist ein Hefeweiße. Und ja, schön. Leichte Banane, wie es beim Weizen so dazugehört. Aber wirklich sehr mild. Es ist nicht so, dass die volle Bananenwucht an die Nase steigt. Das ist aber durchaus spürbar. Er ist der Nachteil, dass es aus so einem Glas nicht ganz so gut zu riechen ist, wie aus meinen üblichen Teekuhgläsern. Aber wie gesagt, da ich heute nur dieses eine Bier plan zu trinken, kann man es auch so machen. Und in dem Teekuhglas käme halt die Hefe nachher nicht schön mit rein. Deswegen ist das schon besser für einen Weizen. Fast eine leichte Nussigkeit in der Nase. Das riecht schön frisch. Manchmal hat mir auch Nelken beim Weißbier, das habe ich jetzt hier so nicht. In der Nase nicht. Ja. Sehr lecker. Ich sag mal Prost.
sehr lecker. Im Geschmack kommt auch wieder diese leichte Bananennote. Aber das Ganze, ich würde sagen, etwas herber als viele andere Hefeweiße oder Hefeweißbiere, die ja doch oftmals mit einer starken Süße oder fast schon pappigen Süße daherkommen. Das hat tatsächlich so eine gewisse Bitterkeit am Rand, die sehr erfrischend kommt. Und im Geschmack habe ich jetzt doch so ein bisschen auch Nelke, wie man das so halt auch kennt vom Weißbier. Sehr lecker. Sehr lecker, sehr erfrischend. Ja, ich sag mal, Weizen ist eigentlich ein Bier für Sommer, schönes Wetter und draußen. Jetzt haben wir Winter, es ist kalt und drinnen. Da passt ein Weizen eigentlich nicht, meiner Meinung nach. Dennoch wollte ich es jetzt probieren, nicht erst im Sommer. Es ist ein sehr leckeres, süffiges Bier, was ich mir irgendwie nochmal besorgen muss, wenn es Sommer ist, weil da gehört für mich ein Weißbier hin. Und nicht in dieser Jahreszeit, dennoch, ja, der Flöp hat mir die Brauerei schon mal wirklich sehr schmackhaft gemacht. Ich glaube, er sagte, das wäre seine Lieblingsbrauerei aus seiner Heimatregion zumindest. Und ich muss sagen, ja, wenn die anderen beiden ähnlich gut sind, ja, doch. Klasse, gefällt mir. Tja, Ingenberg. Müssen wir mal woanders Urlaub machen als sonst immer. Oder oft. Probier nochmal. Ja, also, ein schönes, frisches, etwas herberes, finde ich, etwas herberes Weizen. Bier, vielleicht jetzt am Dinkel, ich weiß nicht. Habe ich jetzt nicht so die Ahnung von, ob das daran liegt. Da wollte ich gucken. Ob es am Dinkel liegt, ich weiß nicht. Ja. Kennt ihr was von Berg? Schreibt mal es in die Kommentare. Vielen Dank, lieber Flöp. Das hat mir sehr gut geschmeckt. Und dann würde ich sagen, Prost und bis bald.